Mit der Familienkonfiguration kannst du die Apple Watch eines Familienmitglieds auf deinem iPhone konfigurieren und verwalten. Etwa für ein Kind, das kein eigenes iPhone hat. Wir zeigen dir, wie du die Apple Watch deines Kindes mit deinem iPhone koppelst und einige Funktionen der Apple Watch konfigurierst. Außerdem erfährst du, wie du die Einstellungen der Apple Watch deines Kindes änderst. Vergewissere dich zuerst, dass iOS 14 auf deinem iPhone installiert ist und dein Kind eine Apple Watch Series 4 oder neuer mit Mobilfunk hat. Außerdem müsst ihr derselben Familienfreigabegruppe angehören. Wenn dies nicht der Fall ist, kannst du das während der Konfiguration nachholen. Zuerst koppelst du die Apple Watch deines Kindes mit deinem iPhone. Bitte dein Kind, die Apple Watch anzulegen und in die Nähe deines iPhone zu bringen. Tippe unten auf dem iPhone-Bildschirm auf Weiter. Tippe dann auf Für ein Familienmitglied konfigurieren und noch einmal auf Weiter. Bitte dein Kind jetzt, die Apple Watch vor die iPhone-Kamera zu halten. Sobald die Apple Watch gekoppelt ist, tippe auf Apple Watch konfigurieren. Im nächsten Teil der Konfiguration richtest du einige Funktionen der Apple Watch deines Kindes ein. Befolge die weiteren Anweisungen, bis der Bildschirm Familienfreigabe angezeigt wird. Die Apple Watch deines Kindes funktioniert nur, wenn ihr beide derselben Familienfreigabegruppe angehört. Falls du die Familienfreigabe noch nicht verwendet hast, kannst du jetzt während der Konfiguration eine Familienfreigabegruppe erstellen. Wenn dein Kind bereits eine Apple ID hat, tippe auf Bestehende Apple ID verwenden. Andernfalls tippst du auf Neue Apple ID erstellen. Befolge dann die Anweisungen zum Erstellen einer Gruppe. Wenn der Bildschirm Mobilfunk-Konfiguration angezeigt wird, folge den Anweisungen zum Aktivieren des Mobilfunktarifs für die Apple Watch deines Kindes. Du kannst einen Tarif bei dem Mobilfunkanbieter hinzufügen, den du auch für dein iPhone verwendest. Wenn dieser Anbieter die Familienkonfiguration nicht unterstützt, kannst du einen anderen verwenden. Wenn der Bildschirm Gesundheitsdaten angezeigt wird, tippe auf Gesundheitsdaten anfordern, um dein Kind zu fragen, ob es diese Daten mit deinem iPhone teilen möchte. Dein Kind kann dieser Anfrage auf seiner Apple Watch zustimmen oder sie ablehnen. Bitte dein Kind auf Teilen zu tippen, wenn es zustimmt. Befolge nun die Anweisungen auf dem Bildschirm um Notruf SOS, die Notfallkontakte und den Notfallpass zu konfigurieren. Du kannst diese Funktionen auch später in der Apple Watch App auf deinem iPhone konfigurieren. Außerdem kannst du mit der Funktion Bildschirmzeit Einschränkungen für die Nutzung der Apple Watch festlegen, etwa wem dein Kind Nachrichten senden kann. Wenn du diese Funktion bereits für dein Kind verwendest und es Kontakte eingerichtet hat, werden diese jetzt automatisch synchronisiert. Andernfalls kannst du Kontakte von deinem iPhone mit der Apple Watch deines Kindes teilen. Jetzt kannst du einen Bildschirmzeitcode festlegen. Später lassen sich unter Einstellungen weitere Bildschirmzeitfunktionen konfigurieren, etwa Kommunikationslimits. Mit der Funktion Schulzeit kannst du Apps und Mitteilungen einschränken, damit sich dein Kind in der Schule besser konzentrieren kann. Tippe auf Schulzeit aktivieren und passe dann den Zeitraum an. Tippe abschließend auf Fertig. Tippe jetzt auf OK, um die Konfiguration der Apple Watch deines Kindes abzuschließen. Nachdem du seine Apple Watch konfiguriert hast, kannst du die Einstellungen jederzeit ändern. Tippe in der Apple Watch App auf deinem iPhone oben links auf Alle Apple Watches. Wenn dein Kind gerade nicht in deiner Nähe ist, kannst du einige Einstellungen, etwa Schulzeit, ändern, indem du auf das i neben der Apple Watch deines Kindes tippst. Sollte dein Kind bei dir sein, kannst du auch auf das Bild seiner Apple Watch tippen, um Einstellungen zu ändern. Das war schon alles. Jetzt kann dein Familienmitglied seine Apple Watch nutzen. Um mehr über deine Apple-Produkte zu erfahren, abonniere diesen Kanal oder klicke einfach auf ein anderes Video.